Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Digitalformat zu den Herausforderungen der Energiewende. Die Energiewende ist ein gesellschaftliches Großprojekt. Sie ist ein integraler Bestandteil, wenn wir uns aufmachen wollen, die ganz großen ökologischen Herausforderungen dieser Zeit zu lösen. Wirksamer Klimaschutz wird ohne Energiewende nicht funktionieren und diese Gesellschaft und unsere Wirtschaft auf einen 1,5-Grad-Ziel analog der Zusagen des Pariser Abkommens zu bringen. Das wird alles nur funktionieren, wenn wir es schaffen, unsere Energieversorgung umzustellen, wenn wir effektiv mit Energie umgehen, wenn wir Energieeffizienz ernst nehmen, aber auch die Energieversorgung auf klimaneutrale Alternativen umstellen. Diese Transformation unseres Energiesystems birgt dabei sowohl ökologische als auch gesellschaftliche Herausforderungen, die wir lösen müssen. Und für ganz zentrale Fragen innerhalb der Klimastrategie kommen wir immer wieder auf den Punkt, dass wir die Energiewende brauchen, egal ob wir über mehr grünen Wasserstoff als Teil industrieller Lösungen sprechen oder über Circular Economy. Alle Bereiche der Klimaneutralität kommen früher oder später auf die Frage einer erfolgreichen Energiewende. Und insofern ist es eine große Herausforderung. Wir brauchen auch hier mehr wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, neue Lösungsansätze gepaart mit den richtigen Rahmenbedingungen. Wir haben bei der Energiewende auch Zielkonflikte, innerökologische Konflikte, viele andere Konfliktpunkte, die wir lösen müssen, Naturschutz und Windkraft, Flächenknappheit, wo auch Energie konkurriert mit anderen wichtigen Nutzungsformen in der Fläche. Und da brauchen wir an vielen Stellen neue Antworten. Wir haben es ja mit einer hochkomplexen Frage zu tun, aber Komplexität darf an der Stelle
weder Ausrede dafür sein, nichts zu tun, noch Ausrede dafür sein, mit dem Handeln zu warten, bis wir alles wissen. Also insofern haben wir die große Herausforderung, mit dem, was wir heute schon wissen, loszumarschieren und gleichzeitig aber auf dem Weg besser zu werden, auf dem Weg weitere Lösungen zu finden und auf dem Weg auch Komplexität zu reduzieren. Insofern freuen wir uns, glaube ich, heute auf einen spannenden Beitrag von engagierten Nachwuchswissenschaftlerinnen. Für uns als Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist das Thema Energiewende wichtig. Wir arbeiten da auch so ein bisschen nach unserem Bob-der-Baumeister-Prinzip dran, mit Partnerinnen und Partnern aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft zu gucken, wo kann man hier mit einzelnen Projekten wichtige weitere Schritte vorangehen. Wir unterstützen in der Förderung Start-ups, aber auch andere Akteure, insbesondere aus dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, der KMUs. Aber wir setzen auch ganz stark auf Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die wir in ihrer Arbeit unterstützen. Seit Jahren setzen wir uns mit einem Promotionsstipendienprogramm hier ein und wir freuen uns, mit dem aktuellen Schwerpunkt im Bereich umweltsoziale Fragen der Energiewende hier auch wirklich spannende Menschen gewonnen zu haben für ein Stipendium. Hier werden Fragen von Solar- und Batterieforschung über die Sektorkopplung bis hin zu unternehmerischen Klimastrategien diskutiert. Sie werden dabei eng begleitet von den Projektgruppen bei uns aus der Stiftung und den beteiligten Organisationen, darunter dem PIC, dem Mercator-Zentrum und dem DLR. Und ich freue mich sehr, dass das Energiewende-Kolleg heute ausgewählte Forschungsthemen und erste Zwischenergebnisse zu diesen wichtigen Themen vorstellen wird. Einen ganz herzlichen Dank Ihnen allen, die auch an der Konzeption und Organisation der heutigen Veranstaltung beteiligt waren. Ein ebenfalls ganz herzlicher Dank gilt auch an das Koordinationsteam des Kollegs, Herrn Professor Johann Köppel und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der TU Berlin sowie dem stiftungsinternen Koordinationsteam rund um Frau Katrin Arneser und Herrn Volker Wachendörfer. Und jetzt freue ich mich auf eine spannende Veranstaltung, die uns hoffentlich ein paar weitere Bausteine auf dem Weg zur Energiewende mit auf den Weg gibt. Nach mir spricht Herr Professor Johann Köppel von der TU Berlin. Und deshalb Film ab und viel Vergnügen. Liebe Salongäste, Ihnen, Herr Generalsekretär Bonde und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, zunächst vielen Dank für die Förderung unserer Arbeit zu umweltsozialen Fragen der Energiewende in Form eines betreuten Promotionskollegs. Hier dürfen wir als ein Team an der TU Berlin beitragen. Mein Name ist Johann Köppel und ich begleite mit meinen Kolleginnen Juliane Biel und Marie Grimm diesen neuen Ansatz. Aber warum geht es nun im Kern? Die DBU möchte Lösungsansätze unterstützen und ein prominenter Förderschwerpunkt sind dabei erneuerbare Energien. Und mit der Energiewende in Deutschland wollen wir aber auch erneute Kapitalfehler wie den teuren Ein- und Ausstieg im Falle der Kernkraft vermeiden. Da suchen wir ja gerade noch weitere 10 Jahre ein Endlager, das 1 Million Jahre halten soll. Eine große Aufgabe. Eigentlich haben wir also mit der Energiewende no right to be wrong bei der Transformation. Oder einfacher ausgedrückt, das dürfen wir nicht vergeigen, wie ein prominenter Energiewendeskeptiker es klipp und klar formuliert hat. In jedem Fall gibt es keine einfachen, singulären Lösungen. So ist zum Beispiel der Ausbau von Solar- und Windenergie geradezu eine Voraussetzung für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur auch. Das sind keine Gegensätze. Das macht aber die Energiewende zu einer so anspruchsvollen, ja fast verzwickten Aufgabe, die eben über die reine Optimierung von Solarzellen, Batterien, Windenergieanlagen oder Netzen hinausgeht. Und hier bedienen wir uns im Kolleg eines Konzeptes kalifornischer Wissenschaftler, bereits aus den 1970er Jahren, das seitdem aber vielfältig fortentwickelt wurde.
Und zwar dachten sie über das Phänomen sogenannter Wicked Problems nach. Solche verzwickten Probleme sind besonders vielschichtige Herausforderungen, die sich einfachen oder gar endgültigen Lösungen widersetzen. Und oft werden sie auch von sozialen Konflikten überschattet, die risikofreie Lösungsversuche anspruchsvoll machen. Zuweilen scheinen auch technische Optionen schon in greifbarer Nähe, wie uns Franziska Riedl heute in ihrem Beitrag zur Dekarbonisierung der Chemieindustrie schildern wird. Aber äußere Umstände, wie zum Beispiel nicht einmal genügend grüner Strom noch, verhindern bislang eine erfolgreiche Umsetzung. Nach wie vor ist auch ungewiss, wie die nun verstärkt ausgerufene Entfesselung des Ausbaus der erneuerbaren Energien nunmehr gelingen mag und dann womöglich nach gewissen bleiernen Jahren all die notwendigen Frei- und Dachflächen neuerdings herkommen. Jedenfalls wird es nicht mit einem Fingerschnipsen gelingen, just fix it funktioniert nicht, so viel wissen wir schon. Womöglich haben wir hier lange Zeit auch gewichtige Ursachen nicht genug verinnerlicht. Unsere Stipendiatinnen Jessica Weber, Julian Jüchter, Sarah Baumann, Frauke Theuer werden weiterhin einige Ansätze vorstellen, um zu einer Zähmung dieser so verzwickten wie aktuellen Herausforderungen beizutragen. Alle vier wissen, dass es dabei keine bequemen Blaupausen gibt. Verzwickte Herausforderungen sind meist einzigartig. Und so manche Teillösung kann sich dann als Symptom wieder eines anderen Problems erweisen. Wie kann es zum Beispiel sein, dass gerade jetzt ein industrieller Windenergieriese sein für die Umbruchsregionen der Lausitz so bedeutsames Rotorblattwerk für Windenergieanlagen schließt? Zusammenfassend meine ich, dass wenn wir nicht erneut in ein Dead End wie im Falle der Atomenergie abbiegen wollen, dann lohnt sich Foresight, das heißt ein stetes, aber konstruktives Abklopfen der Energiewende nach auch möglicherweise unerwünschten Nebenwirkungen. Und deshalb schauen wir im Promotionskolleg Umweltsoziale Fragen der Energiewende der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, so gut wir es können, auch über den Tellerrand der einzelnen Teilthematiken und Promotionsarbeiten hinaus. Wir erkennen also einerseits die Größe der Aufgabe und die Notwendigkeit vorbeugender Nachhaltigkeitsbewertung. Aber wir hoffen andererseits und vor allem, dass bereits die schiere Analyse der Komplexität der Aufgabe dazu führt, die Energiewende umso überlegter, informierter und einfach noch mutiger anzugehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viele Erkenntnisse und bestimmt auch viele neue Fragen aus dem Folgenden. Ja, lieber Herr Bonde, lieber Herr Professor Köppel, vielen, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube, herzlich willkommen zu diesem Online-Salon der DBU. Mein Name ist Leonard Misbach und ich werde Sie heute so ein bisschen als Moderator durch das Programm führen. Der Titel dieses Vortrags heute, dieses Salons, lautet Die Energiewende, eine überkomplexe Herausforderung. Es wurde gerade schon angesprochen, wir sind das DBU-Promotionskolleg Umweltsoziale Herausforderungen der Energiewende und ich möchte die Gelegenheit zu Beginn dieses Salons nutzen, um uns Ihnen kurz einmal vorzustellen. Wir, das sind 11 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die seit dem letzten Jahr deren Promotion durch die DBU gefördert wird. Und wir nähern uns diesen umweltsozialen Herausforderungen der Energiewende aus ganz verschiedenen Disziplinen. Da wären zum einen die Hard Sciences, Naturwissenschaften und Physik, in denen sich Stipendiatinnen und Stipendiaten damit auseinandersetzen, wie wir zum Beispiel Windenergieanlagen oder Solarenergieanlagen effizienter gestalten können. Das sind aber auch Menschen, die sich mit den Ingenieurwissenschaften aus der Chemie oder der Stochastik diesen Themen nähern und zum Beispiel untersuchen, wie maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz dazu beitragen,
beitragen können, elektrische Netze zum Beispiel zu stabilisieren. Weiterhin haben wir Forscherinnen und Forscher aus der Umweltökonomie, den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die sich zum Beispiel mit der Sektorenkopplung befassen oder etwa damit, welchen Beitrag einzelne Unternehmen zur Energiewende leisten können. Und auch Geowissenschaften sind vertreten oder die Planungswissenschaften. Und hier forschen meine Kolleginnen unter anderem zu dem Beitrag thermischer Untergrundspeicher oder zu multikriteriellen Planungsanalysen. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Nun ja, das will ich Ihnen kurz skizzieren. Zunächst beginnen wir mit einem Vortrag zu dem Thema Everybody's Darling, erneuerbare Energien. Wie können wir die Fläche effizient nutzen und die Netzstabilität gewährleisten, wenn wir Wind- und Solarenergie ausbauen wollen? Und hier werden Jessica Weber, Julian Jüchter, Sarah Baumann und Frauke Theuer einen kleinen Input vorbereiten und ihre Erkenntnisse mit Ihnen teilen. Im Anschluss wird es die Gelegenheit geben, kurz Rückfragen zu beantworten und dann widmen wir uns dem zweiten Teil dieses DBU-Salons. Und zwar geht es hier um die Dekarbonisierung im Chemiesektor und hier im Speziellen um die Frage, wie die Lücke zwischen der technischen Machbarkeit und der Umsetzung in der Praxis zu schließen ist. Und hier freuen wir uns auf einen Vortrag von Franziska Riedel in Zusammenarbeit mit Johanna Kucknat. Ja, im Anschluss wollen wir mit Ihnen in einen Dialog treten. Es wird eine offene Fragerunde, eine Diskussion geben und wir würden Sie da auch gerne ermutigen, den YouTube-Chat zu nutzen. Nehmen Sie also die Gelegenheit gerne wahr, um bereits während des Vortrags Ihre Fragen in den Chat zu posten. Wir werden die zeitgleich hier aufnehmen und dann gerne in der großen Runde beantworten. Wir freuen uns auf spannende Vorträge und eine lebhafte Diskussion mit Ihnen. Und damit möchte ich jetzt überleiten zu dem ersten Beitrag, der da lautet Everybody's Darling, erneuerbare Energien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Anfang Oktober wurde der Nobelpreis verliehen, unter anderem für den Nachweis des menschengemachten Klimawandels. Dies verdeutlicht uns noch einmal die Handlungsdringlichkeit der Energiewende. Für schnelles Handeln für den Klimaschutz erscheinen erneuerbare Energien als Everybody's Darling. In dieser Session nähern wir uns aber der Frage an, haben wir dann auch die Voraussetzungen wie eine effiziente Flächennutzung und eine dann noch ausreichende Netzstabilität dafür? Die Energiewende stellt uns vor komplexe Herausforderungen. Unser Raum ist begrenzt. Wir wollen eine gerechte Verteilung der Erneuerbaren in der Fläche. Es gibt hier viele, mitunter auch gegenüberstehende Interessen, die ausgehandelt werden müssen. Das sehen wir aktuell zum Beispiel besonders bei der Windenergie. Aber auch bei Photovoltaik gibt es konkurrierende Ansprüche, beispielsweise mit der Landwirtschaft. Und daher sind Techniken vielversprechend, um den Flächenbedarf durch Optimierung und Effizienzsteigerung sowohl für Wind als auch für Solarenergie zu verringern. Und letztlich stellt sich die Frage, auch wenn wir die Flächen haben sollten, macht uns dann nicht das Netz einen Strich durch die Rechnung? Wir sehen, dass für eine Energiewende mit vielen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten auf die aktuellen Herausforderungen reagiert werden muss, die sogar als verzwickt erscheinen können, also als wicked problems. Auch wenn technische Lösungen scheinbar auf der Hand liegen, gerade auch durch die Einbettung im gesellschaftspolitischen Kontext können manche optimistische Ansätze verständlicherweise auch wieder von Konflikten überschattet werden, wie zum Beispiel pauschale Abstandsregelungen für Windenergieanlagen den Druck auf andere Flächennutzungen erhöhen können. Das möchten wir aus vier verschiedenen Fachrichtungen aus dem Kolleg Energiewende beleuchten. Mit vier kleinen Pitches adressieren wir exemplarisch diese vier Herausforderungen, die Sie hier auf der Folie sehen, und zeigen auf Grundlage unserer Promotionsvorhaben im Kolleg auf, welche einzelnen Bausteine sozusagen zusammengesteckt werden sollten für das Bauwerk einer umweltsozialen Energiewende. Und dazu werde ich zunächst über die Möglichkeiten bei der Standortsuche für erneuerbare Energien sprechen. Dann hören wir Julian Jüchter vom Zentrum für Windenergieforschung 4WIND zur Effizienzsteigerung von Windenergieanlagen, Sarah Baumann vom Institut für Solarenergieforschung Hameln zur effizienten Flächennutzung durch Photovoltaik und Frauke Theuer ebenso von 4WIND zur Leistungsprognose und Netzstabilität.
Ich bin Jessica Weber und als Umweltplanerin von der TU Berlin promoviere ich am Fachgebiet für Umweltprüfung und Planung. In meiner Promotion beschäftige ich mich damit, wie die Standortfrage für Erneuerbare mit multikriteriellen Planungsmethoden umweltsozial gelöst werden könnte, unter dem Bewusstsein von Nachhaltigkeitsdilemmata. Ja, was meine ich damit und warum ist das wichtig? Sehen wir uns dazu das Beispiel Windenergie an. Jetzt nach der Bundestagswahl stehen politische Forderungen auch zu erhöhten Energiemengenzielen für Erneuerbare im Raum. Wir haben das Problem, wir haben Energieziele, aber es ist jetzt schon klar, dass der Strombedarf, der als Ausgangspfad im EEG 2021 genannt wurde, deutlich zu gering angesetzt war und auch der Ruf nach Planungsbeschleunigung und Flächensicherung lauter wird. Aber haben wir denn auch den Platz dafür? Für den Bewusstsein von Nachhaltigkeitsdilemmata bei der Standortsuche für Erneuerbare, woher wissen wir, dass unsere national angesetzten Energieziele auch tatsächlich auf der lokalen Ebene konkretisierbar sind? Genehmigungsfähige Flächen sind besonders für die Windenergie zur sogenannten Ökowährung geworden. Um die Fläche konkurrieren verschiedene Ansprüche und Interessen. Prominent sind dabei Daten, Naturschutz, Klimaschutz, Siedlungsabstände, aber auch CO2-Minderungen und ja, letztlich auch die zu erzielenden Energiemengen. Vor der Wahl sprach Herr Altmaier nun auch von Zielvorgaben, die für jedes Bundesland erarbeitet werden sollen. Bislang sind die bundesweiten Energiemengenziele des EEG nicht auf die Länder oder gar auf die unteren Planungsebenen quantifiziert. Eine solche Vorgehensweise würde aber an das schwedische Modell für die Windenergie an Land erinnern, das wir uns auch im Kolleg im Gespräch mit der schwedischen Energieagentur angeschaut haben. Darauf aufbauend habe ich mich mit energiemengenbezogenen Planungsansätzen befasst, wie mit der schwedischen Windenergiestrategie 2021. Hier werden zum Beispiel die nationalen Ausbauziele von 80 Terawattstunden für Onshore-Windenergie auf die regionale Ebene abgeleitet. Und diese trägt die Aufgabe, die hierfür notwendigen Flächen auszuloten, was wir hier in der Tabelle sehen können. Der Ansatz gilt insgesamt als Proof of Concept, ob die nationalen Energiemengenziele auch tatsächlich konkretisierbar sind auf der lokalen Ebene. Und diese Ansätze können auch als Positivplanung bezeichnet werden auf der Ebene der Standortsuche. Wenn also konkrete, regionalisierte und kumulierte Ausbauziele für Erneuerbare ebenso gerecht, ja, berücksichtigt werden wie ausgrenzende negative Planungsvorgaben, typischerweise zum Beispiel der Ausschluss von Flächen für Arten-Naturschutzbelange oder Emissionsschutz. Ja, aber wie stellt man sich denn nun zukünftig in Deutschland auf? Dazu zeigt ein Blick auf die aktuell abgeschlossene Fortschreibung der Planung der Offshore-Windenergie in der Nord- und Ostsee, dass hier ebenso von einem Energieziel ausgegangen wurde. Beim Zuge der Meeresraumordnung zeigte sich auch, dass die Abwägung der einzelnen Interessen sehr erhitzt war. Zwischen Schifffahrt, Fischerei, Windenergie und ja letztlich auch dem Naturschutz. Hier sehen wir die Genese des neuen Raumordnungsplans. Im Laufe der Planung schien das Urteil zur Klage gegen das deutsche Klimaschutzgesetz, eingereicht unter anderem von Fridays for Future, noch einmal den Vorrang für den Klimaschutz zu bestärken. Es besteht aber die Gefahr, dass dies auf die Kosten des Naturschutzes geschehen kann. Das Narrativ hat sich hier in diesem Fall umgedreht, im Vergleich etwa zur Onshore-Windenergie und der Konkurrenz zwischen Natur-, Artenschutz- und Klimaschutzinteressen hier. Verlaufen also die Aushandlungsprozesse zwischen den unterschiedlichen Meeresnutzungen noch fair? Die Fläche wird ja am Ende schließlich nicht mehr. Ausgewogene Planungsprozesse, bei der mehrere Nachhaltigkeitsziele fair berücksichtigt werden, können den Ruf nach einer Mehrzieloptimierung von Nachhaltigkeitszielen unter einer energiemengenbezogenen Planung, also Positivplanung, bestärken. Mit meinem Vorhaben möchte ich daher einen Lösungsbeitrag aufzeigen, wie mit sogenannten multikriteriellen Planungsmethoden transparente Planungs- und Gewichtungsprozesse gestärkt werden können, um an
am Ende die Aushandlung von Interessen zu erleichtern und zu durchleuchten, zum Beispiel indem Scheinargumente tatsächlich einmal quantifiziert werden und Interessen über definierte Kriterien gegenübergestellt werden. Ja, und um am Ende die Flächen für Erneuerbare zu identifizieren. Multikriterienanalysen werden bereits bei komplexen Entscheidungsfindungen angewandt, wie zum Beispiel in Schweden, aber auch in Norwegen, dort zum Beispiel mit dem sogenannten ConSite-Tool auch für die Windenergieplanung. In einem solchen Modell können Nachhaltigkeitskriterien vor dem Hintergrund energiemengenbezogener Ansätze ausgelotet werden. Dies kann auch eine verstärkte Betrachtung von Effizienzszenarien mit einschließen. Was uns nun also zur Effizienzbetrachtung von Windparks und ihrer Optimierungsmöglichkeit führt, ja, und damit zu Julian Jüchters Vorhaben. Vielen Dank, Jessica, und damit auch von meiner Seite herzliches Willkommen an alle Zuschauenden. Mein Name ist Julian Jüchter und ich bin Doktorand an der Universität Oldenburg. Dort arbeite ich beim Zentrum für Windenergieforschung 4WIND. Und wie wir gerade gehört haben, sind die Flächen für erneuerbare Energien ein knappes Gut. Daher soll es in diesem Beitrag darum gehen, wie wir die knappen zur Verfügung stehenden Flächen denn möglichst optimal nutzen können. Der Reihe nach werde ich daher jetzt einige Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz durchgehen. Und als erstes schauen wir uns einen Windpark an. Und wenn man sich so einen Windpark anschaut, dann gibt es da eine ganze Menge Stellschrauben. Richten wir unseren Blick nun allerdings als erstes auf die Rotorblätter. Wenn wir uns jetzt so ein Rotorblatt genauer anschauen, dann fällt uns in diesem Fall an der Hinterkante dieses sägezahnartige Profil auf. Und das dient dazu, die Aerodynamik zu verändern. Durch diese veränderte Aerodynamik können bessere Effizienzen erzeugt werden, weil die Umströmung einfach günstiger ist und außerdem werden Geräuschemissionen reduziert, das heißt Anwohner werden weniger belästigt. Eine zweite Besonderheit bei diesem Rotorblatt ist das nach oben gebogene Winglet. Das kennt man wahrscheinlich auch von Flugzeugtragflächen und auch dort dient es dazu, Spitzenwirbel zu vermeiden und auch das führt letztlich zu einer Effizienzsteigerung am Rotorblatt. Nun möchte ich Sie mitnehmen auf eine kurze Zeitreise bis ins Jahr 1984 und von dort ausgehend schauen wir uns mal die Entwicklung der Größe von Windenergieanlagen an. Und hier kann man sehr eindrucksvoll sehen, dass die Anlagen immer größer geworden sind. Und dieser Trend ist natürlich kein Zufall, sondern vielmehr die Auswirkung eines stetigen Optimierungsprozesses. Das hängt damit zusammen, dass die Leistung von einer Windenergieanlage von zwei wesentlichen Faktoren beeinflusst wird, nämlich einmal von der Fläche, die das Rotorblatt überstreicht, und von der mittleren Windgeschwindigkeit. Und beides ist bei modernen großen Anlagen eben deutlich besser. Die Windgeschwindigkeit steigt vor allem deshalb, weil wir in höheren Luftschichten einfach größere Windgeschwindigkeiten haben. Um diese Vorteile jetzt mal ein bisschen greifbarer zu machen, vergleichen wir mal eine Enercon-Anlage aus dem Jahr 1985 mit der aktuell größten Anlage der Welt, der Haliade X. Die Enercon-Anlage hatte eine Größe von etwas unter 30 Metern und lieferte 55 Kilowatt. Die Haliade X hingegen aus dem Jahr 2019 liefert 12 Megawatt bei einer Höhe von 260 Metern. Vergleichen wir nun die Größen, dann ist dazwischen ungefähr ein Faktor 9. Schauen wir uns aber die Leistung an, ist dazwischen ein Faktor von ungefähr 218. Man sieht also, dass moderne Anlagen viel weniger Fläche benötigen und auch viel weniger Material, um die gleiche Menge an Energie zu produzieren. Kommen wir nun nochmal zurück zu einem Windpark. In diesem Fall ist das eine Luftaufnahme von Windpark Horns Rev vor der dänischen Küste. Und in diesem Fall gab es eine ganz besondere Wetterkonstellation, die dazu geführt hat, dass sich Wolken im Nachlauf der Windenergieanlagen gebildet haben. Dadurch können wir den Nachlauf hier sehr gut sehen. Im Nachlauf einer Windenergieanlage ist die Windgeschwindigkeit reduziert und die Turbulenzen sind erhöht. Wie man jetzt hier sehen kann, trifft der Nachlauf in diesem Fall immer auf die dahinterliegenden Anlagen. Das ist eigentlich sehr nachteilhaft, denn dort können wir dann weniger Leistung extrahieren und die Turbulenzen, die höher sind, sorgen für größere Blattlasten. Daher wird ein Windpark in der Regel so geplant, dass solche Situationen möglichst selten auftreten. Dennoch kann es immer noch passieren und für genau diese Fälle gibt es aktuelle Forschung und ein mögliches Verfahren, um damit umzugehen, ist das sogenannte Wake Steering. Dabei werden die vorderen Anlagen in einem Windpark ganz gezielt etwas aus der optimalen Windrichtung herausgedreht und dadurch wird der Nachlauf abgelenkt.
Das könnte in diesem Fall also dafür sorgen, dass der Nachlauf hier jetzt links oder rechts an den dahinterstehenden Anlagen vorbeiläuft. Wenn man das macht, verliert man vorne ein kleines bisschen Leistung, aber hinten kann man umso mehr Leistung dazugewinnen. Insgesamt kommen wir also mit einem positiven Effekt dabei raus. Um das anwenden zu können, muss man allerdings wissen, ob sich eine Anlage im Nachlauf befindet oder nicht. Und an diesem Punkt setzt meine eigene Forschungsarbeit an. Während meiner Promotion befasse ich mich damit, wie man mithilfe der ohnehin an Anlagen erfassten Daten eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Einströmungen schaffen kann. Dafür nutze ich experimentell diese Modellanlagen, davon haben wir mehrere in Oldenburg, und diese Anlagen setzte ich unterschiedlichen Einströmungen aus. Diese Einströmungen werden mit Hilfe eines sogenannten aktiven Gitters erzeugt, was Sie hier in der Mitte sehen können. Und dieses aktive Gitter verfügt über sehr viele verschieden einstellbare Klappen, die sehen Sie hier rechts. Durch die unterschiedlichen Klappenpositionierungen kann ich die Windgeschwindigkeit lokal verändern und dadurch eben auch Einströmungen nachempfinden, die einem Nachlauf ähnlich sind. Nun werden die Daten, die an der Anlage erfasst werden, stochastisch analysiert und es soll versucht werden, mithilfe dieser stochastischen Analyse eine Unterscheidung hinzubekommen. Wenn das auch bei kleinen Anlagen möglich ist, dann lässt sich das sehr wahrscheinlich auch auf reale Anlagen übertragen und dadurch können wir dann Wake Steering immer genau dann betreiben, wenn es nötig ist. Nun ist die Windenergie nicht die einzige Form von erneuerbaren Energien. Und daher wird Sarah Baumann uns nun im nächsten Beitrag etwas zur effizienten Flächennutzung von Photovoltaik sagen. Ja, vielen Dank für die Überleitung, Julian. Ich bin Sarah Baumann, promoviere am Institut für Solarenergieforschung in Hameln, das ein Aninstitut der Uni Hannover ist, und möchte Ihnen einen Überblick darüber geben, wie sich der PV-Ausbau durch effiziente Flächennutzung und technischen Fortschritt voranbringen lässt. Dazu sollte man zunächst wissen, wie viel PV-Leistung wir eigentlich benötigen. Laut einer Studie vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme aus dem Jahr 2020 sind bis 2050 je nach Ausbau der Windenergie 414 bis 645 Gigawatt PV und bis 2030 mindestens 13 Gigawatt pro Jahr PV-Zubau nötig. Hier sieht man, dass in den letzten Jahren deutlich weniger als 13 Gigawatt pro Jahr zugebaut wurden und daher eine Beschleunigung des PV-Ausbaus dringend notwendig ist. Welche Flächen können wir dafür nutzen? Zum einen lassen sich PV-Anlagen in bereits versiegelte Flächen integrieren, zum Beispiel in Gebäudefassaden oder Dächer, Parkplätze, Fahrzeuge oder auch als Überdachung von Verkehrswegen. Das theoretische Potenzial von 3160 Gigawatt würde dabei bereits ausreichen und es ist eine hohe Akzeptanz solcher Anlagen zu erwarten. Allerdings erfordern diese vergleichsweise kleinen Flächen eine individuelle Anpassung der Solarmodule, was den Ausbau teuer und vor allen Dingen langsam macht. Um also die 13 Gigawatt Zubau pro Jahr erreichen zu können, sollten wir unbedingt auch großflächige und damit kostengünstige Freiflächenanlagen zubauen. Als Gegenargument wird dabei oft die Nahrungsmittelproduktion angesprochen. Allerdings ist die Energieversorgung aus Energiepflanzen 50 mal weniger flächeneffektiv und hat außerdem mehr negative Auswirkungen auf das Grundwasser und die Artenvielfalt als eine PV-Anlage. Des Weiteren ist auch die Konutzung von PV und Landwirtschaft möglich und sollte daher gefördert werden. Diese Flächen für PV-Freiflächenanlagen müssen allerdings in Raumordnungsprogrammen freigegeben werden. Dafür gibt es die Landesentwicklungspläne der Bundesländer, die verschiedene Interessen gegeneinander abwägen müssen. Als konkurrierende Raumansprüche zur PV werden dabei oft die Zersiedelung der Landwirtschaft, der Landschaft oder die Nahrungsmittelproduktion angesprochen. Im EEG sind in erster Linie Randstreifen an Autobahnen und Bahnstrecken sowie Konversionsflächen, also zum Beispiel ehemalige Militär- oder Braunkohlegebiete, vorgesehen. Seit 2017 können die Bundesländer aber zusätzlich ertragsarme Acker- und Grünlandflächen für PV freigeben.
Das haben bisher 7 Bundesländer umgesetzt und dabei unterschiedliche maximale jährliche Ausschreibemengen festgelegt. Diese sind nicht direkt an die Fläche der Bundesländer gekoppelt, wie man zum Beispiel am Saarland sieht. Es ist aber nicht gesagt, dass diese maximalen Ausschreibemengen auch tatsächlich ausgebaut werden. Zum Beispiel in Niedersachsen haben sehr viele Flächen einen Vorbehalt Landwirtschaft, der PV-Anlagen ausschließt. Das heißt, es ist nicht klar, ob genügend Flächen für die 150 Megawatt pro Jahr tatsächlich freigegeben werden. Eine weitere Möglichkeit, den PV-Ausbau zu beschleunigen, ist der technische Fortschritt. Die aktuellen PV-Freiflächenanlagen haben eine Leistungsdichte von circa 1 Megawatt pro Hektar. Das bedeutet, dass mit den herkömmlichen Siliziummodulen für ein halbes Megawatt etwa 70% eines Fußballfeldes notwendig sind. Durch neue Solarzellen, wie zum Beispiel Tandem-Solarzellen, an denen ich in meiner Promotion auch forsche, ließe sich dieser Flächenbedarf reduzieren. Tandem-Solarzellen sind im Wesentlichen zwei Solarzellen aus unterschiedlichen Materialien übereinander gestapelt, die es ermöglichen, einen größeren Anteil des Sonnenspektrums effizient zu absorbieren. Außerdem lässt sich durch Kostenreduktion der Module eine Verschattung der Modulreihen eher verkraften, sodass in modernen PV-Parks die Modulreihen enger zusammengestellt werden, was auch die Leistungsdichte erhöht. Ein weiterer technischer Fortschritt ist die ästhetische Anpassung an das Landschaftsbild, wie zum Beispiel hier diese grünen Module, die die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen sollen und so auch den Ausbau vereinfachen. Und damit übergebe ich an Frauke Theuer, die uns berichten wird, wie sich erneuerbare Energien stabil in das Netz einspeisen lassen. Danke, Sarah, für die Überleitung. Mein Name ist Frauke Theuer. Ich promoviere ebenfalls bei Fornwind und befasse mich dabei mit Leistungsprognosen von Offshore-Windparks. Und in diesem Beitrag heute möchte ich das Thema Netzstabilität ansprechen. Das ist auch Thema in diesem Artikel, und zwar in einem sehr extremen Beispiel, nämlich der Dunkelflaute, also Situationen, in denen weder die Sonne scheint noch der Wind weht, wir also weder Wind noch Solarleistung einspeisen können. Und das wird hier als Schreckensszenario betitelt, das zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber große Folgen haben kann, wie zum Beispiel auch Stromausfälle. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die spezifischen Inhalte dieses Artikels eingehen und auch nicht auf Dunkelflaute-Events, sondern vielmehr auf die Frage, wie können überhaupt erneuerbare Energien unsere Netzstabilität gefährden und was gibt es vielleicht für Ansätze, um dem entgegenzuwirken? Und dazu müssen wir uns zunächst anschauen, wie unser Stromnetz funktioniert. Man kann sich das gut als eine Art Waage vorstellen und auf der einen Seite der Waage ist der Verbrauch und auf der anderen Seite der Waage die Einspeisung. Und es kann sowohl fossile Einspeisung sein als auch Einspeisung durch erneuerbare Energien. Damit unser Netz stabil bleibt, müssen wir jetzt sicherstellen, dass diese Waage immer im Gleichgewicht ist, dass wir also immer genauso viel einspeisen, wie wir auch verbrauchen. Und um diesen Ausgleichsprozess zu unterstützen, werden auf der einen Seite Lastprognosen eingesetzt, das heißt, man versucht abzuschätzen, wie viel Strom wird wann wo verbraucht werden. Und auf der anderen Seite werden Leistungsprognosen eingesetzt, das heißt, man versucht vorherzusagen, wie viel können wir überhaupt einspeisen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass in einem Energiesystem, das überwiegend auf fossilen Energieträgern beruht, diese Einspeisungsseite eigentlich relativ simpel ist. Wir kennen ja unsere Kraftwerke, wir wissen, was die produzieren können und wir können diese Kraftwerke auch steuern. Wenn wir jetzt allerdings ein Energiesystem betrachten, das überwiegend auf erneuerbaren Energieträgern beruht, dann hängt unsere Einspeisung direkt vom Wetter ab. Das heißt, einerseits wird diese Einspeisungszeitreihe deutlich komplexer und entsprechend auch die Prognosen. Und andererseits können wir die Einspeisung jetzt auch nicht mehr so einfach steuern. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier die Stromerzeugung in Deutschland in einer Woche im September mitgebracht. In Gelb und Orange ist hier jetzt die Solarleistung dargestellt und in Blau und Grün die Windleistung. Das Erste, was einem auffällt, ist der starke Tagesgang der Solarleistung. Tagsüber scheint die Sonne, nachts scheint sie nicht. Die gute Nachricht dabei ist, dass auch unser Verbrauch einen Tagesgang hat, also tagsüber verbrauchen wir tendenziell mehr Strom als nachts. Was man hier nicht sehen kann, sind saisonale Schwankungen. Im Winter erwarten wir typischerweise mehr Wind, im Sommer erwarten wir typischerweise mehr Sonne. Auch hier die gute Nachricht, dass sich Wind- und Solarleistung da bis zu einem gewissen Grad gut ergänzen.
Man sieht in dieser Abbildung auch, dass einfach an manchen Tagen wenig Wind und wenig Sonne ist, an anderen Tagen ist viel Wind und viel Sonne. Wir fluktuieren hier also auf einer ganzen Menge an Zeitskalen. Fluktuation im Minutenbereich kann man gut hier in der rechten Abbildung sehen, am Beispiel der Einspeisung einer Windenergieanlage, einer Offshore-Anlage. Und da sieht man, wie in wenigen Minuten die Leistung von Nennleistung, also dem maximalen Wert, den diese Turbine produzieren kann, auf beinahe null abfällt und dann genauso rasant wieder ansteigt. Und diese starken, schnellen Änderungen der Leistung, die man auch Leistungsrampen nennt, können durchaus einen Einfluss auf die Netzstabilität haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir die rechtzeitig und zuverlässig vorhersagen können, um dann eben entsprechend darauf zu reagieren. Und so können wir dann sehr teure Ausgleichsmaßnahmen und im schlimmsten Fall auch Stromausfälle verhindern. Und genau das ist Thema meiner Promotion. Ich befasse mich mit der Kurzfristleistungsprognose von Offshore-Windparks mittels sogenannter Fernerkundungsverfahren. Fernerkundungsverfahren bezeichnen Messgeräte, die etwas in weiter Entfernung messen. In diesem Fall ist das die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung. Wir platzieren sozusagen sogenannte LIDAR-Messgeräte an einem Offshore-Windpark und messen damit das einströmende Windfeld. Wir sehen also den Wind, der auf den Park zugelaufen kommt, bevor er tatsächlich den Park erreicht oder die Turbine erreicht und können so Leistungsprognosen ableiten. Genau, unsere Messungen, die wir mit dem LIDAR-Messgerät messen, liefern uns Windgeschwindigkeit und Windrichtung und mithilfe dieser Informationen können wir bestimmen, wo Teile des Windfelds hinlaufen. Wir propagieren die und können dann auswählen, welcher Teil des Windfelds zu welchem Zeitpunkt an welcher Turbine ankommt. Und so können wir dann Leistungszeitreihen ableiten. Und damit komme ich zurück zu der Frage, die wir uns anfangs gestellt haben. Wie können wir Flächen für den Ausbau von Wind und Solar effizient nutzen und dabei die Netzstabilität gewährleisten? Wir haben jetzt 4 Pitches gehört, die dieses Problem aus sehr verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und verschiedene Lösungsansätze vorgeschlagen haben. Und dabei ist uns und hoffentlich auch Ihnen als Zuhörern deutlich geworden, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Tat ein sehr komplexes und vielschichtiges Problem ist. Ein Wicked Problem. So kann der Ausbau und die Optimierung von Wind und Solar nicht getrennt betrachtet werden, sondern vielmehr hat deren kombinierter Ausbau Vorteile sowohl für die Flächenplanung als auch die Netzstabilität. Bei der Flächenplanung konkurrieren Wind und Solar nicht nur miteinander, sondern mit einer ganzen Reihe an Nutzungsmöglichkeiten und Nutzerinnen. Hier braucht es bessere Planungs- und Genehmigungsprozesse, um den Ausbau voranzutreiben und eine sinnvolle Flächennutzung für alle Beteiligten zu ermöglichen. Multikriterielle Ansätze zum Beispiel können diesen Vorgang unterstützen. Und während Effizienzsteigerung und technischer Fortschritt von Wind- und Solarenergie, zum Beispiel die Optimierung von Rotorblättern oder das Nutzen von Tandem-Solarzellen, sowie die Möglichkeit von Kurzfristprognosen sinnvoll und notwendig sind, so sind diese Ansätze sicher nicht in der Lage, das Problem des Platzes und der Voraussetzung alleine und vollständig zu lösen. Es braucht vielmehr ein Geflecht oder eine Kombination verschiedener Lösungsansätze, um dieses Ziel zu erreichen. Und dazu möchten wir hier im Kolleg beitragen und sind unserer Meinung nach bereits auf einem guten Weg dorthin. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich danke euch für diesen Vortrag. Ich danke auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im YouTube-Chat, für die vielen Fragen, die ihr während dieses Vortrags gestellt habt. Und wir wollen die Gelegenheit kurz nutzen, ein paar von diesen Fragen kurz zu beantworten. Keine Sorge, im Anschluss an den zweiten Vortrag gibt es noch ausreichend Zeit zur ausführlichen Diskussion. Jessica, du hast vorhin das schwedische Modell angesprochen. Und hier kam eine Frage rein, welche Kriterien spielen denn bei dieser regionalen Planung in Schweden konkret eine Rolle? Ja, herzlichen Dank erstmal für die Frage. Dazu muss man erstmal wissen, es wurde ja eine nationale Windenergiestrategie entwickelt und bereits hier auf der nationalen Ebene hat eine Konfliktanalyse im Raum stattgefunden, wo über ein 3-stufiges Verfahren sozusagen die Konflikte schon mal vorab geschätzt wurden. Darunter spielten zum Beispiel Kriterien wie Ertragsfähigkeit, aber auch geografische Bedingungen und Siedlungsräume zum Beispiel eine Rolle. Anders als in Deutschland ist das schwedische Planungsmodell aber sehr dezentral, das heißt, die regionalplanerische Ebene wird eher aufgebaut.
Das heißt, auch hier in Deutschland würde eine solche Kriterienanalyse eher auf fruchtbaren Boden fallen. In Schweden wird das derzeit ausgelotet, unter anderem in Forschungsvorhaben mit der KTH. Und ja, hier spielen auch solche Kriterien dann eine Rolle, wie ja, zum Beispiel Ertragsfähigkeit, Siedlungsabstände und so weiter. Vielen Dank. Dann kurz zu Julian. Du hast viel über Windräder gesprochen. Vielen Dank auch dafür nochmal. Hier kam noch eine Frage rein. Auf welchem Stand sind denn die Windräder, die derzeit in Deutschland gebaut werden? Und ist eine Aufrüstung alter Anlagen möglich, um die Effizienz zu steigern? Ja, hallo. Vielen Dank für die Fragen. Also der aktuelle Stand ist natürlich so, dass die Anlagen, die zugebaut werden, logischerweise auf dem neuesten technischen Stand sind. Das sind für Onshore-Anlagen in der Regel in der Größenordnung 5 Megawatt. Offshore kann das auch schon mehr sein, weil wir da einfach weniger Restriktionen haben. Für alte Anlagen gilt in der Regel, dass diese meist komplett ersetzt werden. Das heißt, man setzt da nicht oben eine größere Narbe oder größere Rotorblätter drauf, sondern ersetzt diese vollständig, weil man dadurch einfach insgesamt eine ja, deutlich größere Anlage bauen kann. Dadurch werden es dann meistens weniger Anlagen, weil der Platz dann dadurch auch ein bisschen enger wird. Aber in der Regel, wenn man den Platz wieder vollständig nutzt, sollten diese Anlagen sogar mehr produzieren. Vielen Dank. Dann schicke ich direkt noch eine Frage hinterher zum Thema Solarzellen, worüber Sarah gesprochen hat. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, du übernimmst jetzt sozusagen ihren Part mit, wie groß ist denn die Leistungssteigerung durch die Tandemzellen gegenüber der einfachen Solarzellen? Genau, also da ist es grundsätzlich so, es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Solarzellen und wenn man jetzt eine Einzelsolarzelle, eine Lithium-Solarzelle betrachtet, dann liegen die in der Größenordnung von einer Effizienz, ich glaube in der Größenordnung 25%, sowas um den Dreh. Bei Tandem-Solarzellen sind ja mehrere Schichten übereinander und dadurch können mehrere Teile des Sonnenspektrums absorbiert werden und das steigert die Effizienz bei verkauften Solarzellen in der Größenordnung 10 bis vielleicht auch 20%. Es gibt auch ja, hochtechnische Module, die zum Beispiel in der Raumfahrt benutzt werden, da kann man auch noch größere Effizienzen erzeugen, da hat man oft sogar noch eine dritte oder vielleicht sogar eine vierte Schicht. Die sind aber so teuer in der Herstellung, dass es eben nur für ganz besondere Anwendungsgebiete sich lohnt. Danke, Julian. Dann noch eine kurze Rückfrage zu deinem Vortrag, liebe Frauke. Du hast ja viel über Lastprofile gesprochen. Wie ist das eigentlich? Ist der Wind, der weht tags und nachts ähnlich verteilt? Kann man da Aussagen drüber treffen? Ja, der Effekt ist natürlich da deutlich geringer als bei der Solarenergie. Man kann allerdings sagen, dass zumindest für Onshore-Standorte tagsüber etwas mehr Wind erwartet werden kann. Das liegt daran, dass wir tendenziell eine stärkere vertikale Durchmischung haben als nachts. Und man kann sich das so vorstellen, dass praktisch aus höheren Luftschichten die stärkeren Windgeschwindigkeiten runtergemischt werden. Wir haben dann also auf Nabenhöhe ein bisschen mehr Wind, als das nachts der Fall ist. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass wir wegen der Zeit jetzt nicht alle Rückfragen im Detail beantworten können. Vielleicht ergibt sich dann noch im Anschluss die Gelegenheit in der weiterführenden Diskussion. Dann würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit und gehen direkt weiter zum zweiten Vortrag. Franziska Riedel wird hier sprechen über die Dekarbonisierung im Chemiesektor, die Lücke zwischen Machbarkeit und Umsetzung, auf den ich mich schon riesig freue. Und ich würde sagen, Franzi, the floor is yours. Vielen Dank, Leonard. Sehr geehrte Salongäste, nachdem wir jetzt schon einiges über verschiedene Facetten der Energiewende gehört haben, geht es jetzt um einen speziellen Sektor, nämlich um den Chemiesektor. Genauer gesagt darum, ob eine Dekarbonisierung im Chemiesektor auf der einen Seite technisch machbar, auf der anderen Seite aber auch praktisch umsetzbar ist. Den Vortrag habe ich zusammen mit Johanna Kucknert vorbereitet, sie ist allerdings heute nicht da. Einen kurzen Überblick über den deutschen Chemiesektor. Es ist einer der bedeutendsten deutschen Industriesektoren mit etwa 10% des deutschen Industrieumsatzes. Allerdings entfallen auf ihn auch ca. 4-6% der deutschen Treibhausgasemissionen, je nachdem, wie man die Abgrenzung zieht. Im Sektor sind etwa 460.000 Beschäftigte angestellt und die Grundchemikalien machen dabei etwa 2/3 der CO2-Emissionen aus. Das sind zum Beispiel Düngemittel oder Stoffe, die in der Plastikproduktion benötigt werden. Im Sektor gibt es außerdem einen sehr geringen Anteil an Endprodukten. Etwa 70% der Produkte werden innerhalb des Chemiesektors weiterverarbeitet. Außerdem gibt es hier sehr lange Investitionszyklen.
Ein Steamcracker hat zum Beispiel eine typische Lebensdauer von etwa 50 Jahren. Daraus ergeben sich sehr spezifische Herausforderungen für eine Dekarbonisierung des Chemiesektors. Einerseits ist der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit von hoher Priorität. Dadurch auch der Schutz vor Carbon Leakage. Also es soll verhindert werden, dass durch einen sozusagen Zwang zur klimafreundlichen Produktion innerhalb Deutschlands dann einfach schmutzige Produktionswege ins Ausland verlagert werden und die Emissionen dann dort anfallen. Des Weiteren ist hier eine geringere Sichtbarkeit bei EndkundInnen zu erwarten. Dadurch, dass es so viele Zwischenprodukte gibt, die nicht an EndkundInnen weitergegeben werden, können hier die Kunden vielleicht weniger sagen, dieses Produkt kaufe ich im Regal, da soll ein klimaneutral produziert Sticker drauf sein. Zuletzt gibt es inzwischen bereits jetzt Reinvestitionsbedarf in vielen Fällen. Und das heißt, es ist sehr wichtig, dass bereits jetzt Reinvestitionen in saubere Technologien getätigt werden, damit wir nicht wieder die nächsten 50 Jahre mit klimaunfreundlichen Technologien arbeiten müssen. Verschiedene Schlüsseltechnologien sind bisher in verschiedenen Reifestadien. Auf der rechten Seite sieht man recht schnell, die meisten Technologien sind erst in 5 bis 10 Jahren technologisch verfügbar auf großem Level. Was bereits verfügbar ist, ist die Elektrifizierung der Wärme- und Dampferzeugung, die sogenannte Power-to-Heat. Des Weiteren gibt es noch CO2-Abscheidungen an Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, grünen Wasserstoff aus Elektrolyse, die sogenannte Methanol-to-Olefin- oder Aromatenroute, auf die ich noch eingehen werde, chemisches Recycling und elektrische Steamcracker. Es gibt also schon sehr viele technische Möglichkeiten, CO2-neutral in den Chemiesektor zu gestalten. Immer wieder angesprochene zusätzliche Maßnahmen dazu ist generelles Recycling, Zirkularität, also Kreislaufwirtschaft und weitere Effizienzsteigerungen. Hier sieht man eine der größten Herausforderungen der Dekarbonisierung des Chemiesektors, nämlich die Dekarbonisierung wird zu einem enormen Anstieg des Strombedarfs führen, etwa um das 11-fache des bisherigen Strombedarfs. Dabei sind aber Wechselwirkungen mit anderen strombedürftigen Sektoren noch gar nicht mitbedacht, also was das für andere Sektoren bedeutet. Ein Beispiel für eine so stromintensive alternative Produktionsmethode ist das Beispiel der alternativen Produktion von Olefinen und Aromaten. Diese Produkte werden zum Beispiel als Ausgangsstoff für Plastik verwendet. Konventionell werden diese durch das Steamcracking von Naphtha hergestellt. Also man hat zum einen fossile Energie, indem man den Steamcracker erhitzt durch fossile Brennstoffe und zum anderen fossilen Feedstock, da Naphtha eine Erdölfraktion ist. Als alternative Route kann man Methanol gewinnen aus grünem Wasserstoff und nicht fossilem CO2, also beispielsweise CO2 aus Biomasse. Das wird dann über einen Katalysator, werden Olefine und Aromaten gewonnen. Man sieht, dieser Prozess hat mehrere Produktionsschritte, ist dadurch etwas komplexer und hat dadurch auch wieder sehr spezifische Barrieren. Zum einen sind es heute noch sehr hohe Investitionskosten, die diese Technologie noch nicht wirklich wirtschaftlich machen. Zum anderen ist die Technologie noch nicht technisch in der Breite verfügbar. Zum dritten bedarf es dafür auch der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und Wasserstoff. Außerdem gibt es einen erhöhten Aufwand bzw. einfach eine Interdependenz der Produktionsschritte, da es mehrere Produktionsschritte sind. Daher ist es sehr komplex, diesen Schritt so umzustellen. Ein weiteres Problem der Dekarbonisierung im Chemiesektor ist, dass es aktuell noch günstiger ist, CO2 auszustoßen, als auf klimafreundliche Technologien umzusteigen. Die CO2-Vermeidungskosten, die verbunden sind mit den verschiedenen Dekarbonisierungstechnologien, sind heute in vielen Fällen noch teurer als die CO2-Ausstoßkosten sozusagen im europäischen Emissionshandelssystem. Das sieht man hier für diese sogenannte Methanol-to-Olefin- oder Aromatenroute liegen diese CO2-Vermeidungskosten bei 160 Euro. Der aktuelle CO2-Preis im EU-Emissionshandelssystem beträgt aber lediglich 60 Euro. Das heißt, es sind einfach noch wenige Anreize da vorhanden, in CO2-arme Technologien zu investieren. Weitere Barrieren, die immer wieder in der Literatur auch erwähnt werden, sind neben diesen fehlenden Anreizen und der fehlenden Planungssicherheit durch auch schwankende CO2-Preise zu wenig Grünstrom- und Wasserstrominfrastruktur, zu hohe technologische Komplexität durch diese vielschichtigen Produktionsschritte,
die fehlende Nachfrage nach Recyclingmaterialien, der fehlende politische Rahmen auch für eine Kreislaufwirtschaft, Pfadabhängigkeiten, also dass zum Beispiel jetzt wieder in Steamcracker investiert wird, die dann wieder 50 Jahre dauern oder eine 50 Jahre Lebensdauer haben, und zuletzt fehlende Akzeptanz. Auf politischer Ebene gibt es einige Ideen, vor allem auf europäischer Ebene durch den European Green Deal, die Dekarbonisierung in verschiedenen Sektoren anzutreiben. Zum Beispiel wird das EU-Emissionshandelssystem, das es seit 2005 gibt, reformiert. Im Moment deckt es ungefähr 40% der EU-weiten Treibhausgasemissionen ab. Und durch die Reform wird nun angestrebt, das maximale Limit an CO2, das freigesetzt werden darf, zu reduzieren, also dass nicht mehr so viel ausgestoßen werden darf und Zertifikate, die frei verteilt werden, auch an bestimmte Mindestkriterien zu knüpfen. Eine zweite Idee sind die sogenannten Carbon Border Adjustments, also ein sogenanntes Grenzausgleichsregime. Dabei würden wie CO2-Zölle auf CO2-intensive Produkte beim Import anfallen. Dieser Mechanismus soll ab 2025 eingesetzt werden, allerdings erst in Pilotsektoren, wie zum Beispiel im Chemiesektor, speziell in der Düngemittelproduktion. Herausforderungen dabei sind aber WHO und Emissionshandelskompatibilität und auch eine sehr hohe Komplexität durch einen sehr hohen bürokratischen Aufwand. Ein drittes Instrument sind die sogenannten Carbon Contracts for Difference. Das haben Sie vielleicht schon mal unter dem Stichwort Klimaschutzverträge gehört. Das bedeutet, dass die Differenzkosten bei einer Investition, die Differenzkosten zwischen einer Investition in eine konventionelle Technologie und der Investition in eine klimafreundliche Technologie abgedeckt werden, zum Beispiel durch staatliche Zuschüsse. Dieser Mechanismus ist noch in der Diskussion, ist noch nicht klar, wann es das geben soll. Es würde auf Projektebene angewandt werden und die Herausforderungen hier sind einfach, dass man noch nicht weiß, wie lange diese Verträge laufen sollen und wie diese Verträge mit anderen Instrumenten kombiniert werden sollen. Ein letztes Instrument ist das Green Public Procurement, die sogenannte grüne öffentliche Beschaffung. Das heißt, dass öffentliche Institute oder öffentliche Ämter ihre Beschaffungsmaßnahmen anhand von Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. Dieses Instrument ist auch noch in der Diskussion und Herausforderungen hier sind, dass hier auch die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt werden kann, sollte der CO2-Preis nicht weiter ansteigen. Ja, ein kurzes Zwischenfazit: Wie wicked ist dieses Problem? Wie verzwickt ist es? Man sieht deutlich, wir haben no right to be wrong. Wir können das jetzt nicht falsch machen, da wir hohe Pfadabhängigkeiten haben. Also wir müssen jetzt die nächsten Investitionszyklen mitbedenken. Es gibt keine einfachen singulären Lösungen, da der Chemiesektor mit anderen Sektoren interdependent, also abhängig ist, und da auch innerhalb des Sektors hohe Interdependenzen bestehen. Just Fix It funktioniert demnach einfach nicht. Es ist eine sehr komplexe Herausforderung. Des Weiteren sind Teillösungen vielleicht auch nur Symptome für ein größeres Problem, wie zum Beispiel die Energiewende oder wie gestalten wir überhaupt eine Wasserstoffwirtschaft? Steht die Produktion oder die Infrastruktur an erster Stelle? Des Weiteren gibt es das Risiko eines Dead Ends, also dass Investitionen, die heute noch in fossile Technologien getätigt werden, langfristig zu Stranded Assets werden. Das bedeutet also, vorbeugende Maßnahmen sind jetzt schon wichtig. Bewertungen für Investitionen sollten jetzt schon Nachhaltigkeits- und Klimakriterien mit einbeziehen und im Chemiesektor sollten alle Stakeholder zusammenarbeiten. Als Fazit ist hier deutlich zu sagen, es gibt Technologien, den Chemiesektor zu dekarbonisieren. Aus technischer Sicht könnte diese Dekarbonisierung also tatsächlich machbar sein. Auf gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene ist die Umsetzung aber durchaus sehr komplex. Bedingungen für den Erfolg der Dekarbonisierung im Chemiesektor wären demnach der Ausbau erneuerbarer Energien, Infrastruktur für Wasserstoff, Strom und Carbon Capture and Storage, ein ausreichend hoher CO2-Preis und demnach auch korrekt ausgestaltete Bepreisungsmechanismen, wie zum Beispiel diesem Carbon Border Adjustment Mechanism, den Carbon Contracts for Difference oder dem EU-Emissionshandelssystem und eine weiter ausgebaute Innovationsförderung und andere marktbasierte Instrumente. Für mich die spannende Frage ist, wie Unternehmen diese Dekarbonisierungsansätze umsetzen. Ich promoviere am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme zu unternehmerischen Klimastrategien.
Dabei setze ich mich zum Beispiel mit den Fragen auseinander, welche Emissionen vermieden und eingespart werden können, was dabei eigentlich unvermeidbar bedeutet, heißt das aus wirtschaftlicher Perspektive oder aus technologischer Perspektive, welche Strategien verfolgen Unternehmen auf ganzheitlicher Ebene, um ihre Emissionen zu verringern, zu vermeiden und zu kompensieren. Und letztendlich sind diese Strategien kompatibel mit dem Ziel, in Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral zu wirtschaften. Damit bedanke auch ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und die Diskussion. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Franziska. Vielen Dank, liebe Franziska, für diesen spannenden Vortrag. Es gibt eine kurze Rückfrage, die ich mir hier noch notiert habe. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen. Und zwar, wie würdest du denn einschätzen, stellen sich die Chemieunternehmen jetzt tatsächlich gegen steigende CO2-Preise oder strenge Regularien oder befürworten sie diese eher? Ich glaube, die Antwort darauf ist eher, es kommt drauf an. Also steigende Preise an sich befürworten Unternehmen natürlich nicht. Allerdings ist, glaube ich, das Problem, was eher immer wieder angesprochen wird, dass es kein einheitliches Level Playing Field, wird es genannt, herrscht. Also es gibt keine einheitlichen Grundvoraussetzungen, dadurch, dass der CO2-Preis momentan so niedrig ist, dass eigentlich alles, was Unternehmen machen wollen, dass das freiwillige Maßnahmen momentan noch sind. Und durch einen steigenden einheitlichen CO2-Preis hätten Unternehmen quasi so ein Level Playing Field, wo alle gleiche Voraussetzungen haben und wo Klimaschutz sozusagen so ein bisschen verpflichtend schon ist. Das heißt, das wünschen sich dann doch einige Unternehmen, dass es da einheitlichere Kosten gibt. Aber natürlich möchte kein Unternehmen besonders hoch steigende Kosten in Kauf nehmen. Ja, vielen Dank. Es wird spannend sein, das weiter zu verfolgen. Wir machen jetzt weiter mit einer offenen Diskussionsrunde und wir sind super dankbar. Ihr seht diesen dicken Stapel hier in meiner Hand mit vielen, vielen Rückfragen, die sich aus dem YouTube-Chat ergeben haben, die wir jetzt gemeinsam mit euch allen hier diskutieren möchten. Ich fange an ganz auf der linken Seite mit Frauke. Du hast ja dieses Fernerkundungsverfahren vorgestellt, dieses LIDAR-Verfahren. Und hier war eine Frage aus dem Chat, ob es auch möglich ist, das an Land zu verwenden und wenn nicht, welche Alternative es dazu gäbe. Genau, ja, LIDARs werden generell sehr flexibel eingesetzt. Wenn wir jetzt über LIDARs im Bereich Kürzesfristprognose sprechen, dann können die definitiv auch an Land eingesetzt werden. Es wird ein bisschen schwieriger an Land, weil die Strömung, die wir ja annehmen, dass sie relativ simpel sich fortbewegt, das Windfeld, das wird alles ein bisschen komplexer an Land. Wir haben viel mehr vertikale Strömung, was unsere Prognosen komplizierter macht. Wenn es nur auf das LIDAR bezogen ist, dann ist das Problem an Land häufig, dass einfach Objekte im Weg sind, gegen die wir gegenmessen, die also praktisch das Blickfeld unseres LIDARs blockieren. Aber prinzipiell ist es auch möglich, an Land zu messen und diese Methode an Land anzuwenden. Ja, perfekt. Und wo ich dich hier gerade habe, sozusagen als Experte für Vorhersagen, gibt es denn außer Vorhersagen noch andere Maßnahmen, die dazu beitragen können, dass die Netzstabilität gewährleistet wird? Ja, definitiv. Also Prognosen und Kürzesfristprognosen sind natürlich nicht die eine Lösung für die Netzstabilität. Man kann sich das vielleicht als so kleine Zahnräder vorstellen, die irgendwie ineinander greifen. Wir haben ja auch versucht, das ein bisschen deutlich zu machen in unserem Vortrag. Ein weiterer wichtiger Baustein sind natürlich Energiespeicher. Wir haben das Stichwort Wasserstoff heute schon gehört. Sektorenkopplung auch sehr wichtig, andere Maßnahmen, zum Beispiel Demand-Side-Management, also dieses typische Beispiel, die Waschmaschine läuft nur, wenn gerade der Wind weht. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt wäre zum Beispiel auch der Netzausbau. Ich danke dir. Dann vielleicht eine Frage an Jessica, die auch im Chat geäußert wurde. Du forschst zum Thema multikriterieller Planungsansatz. Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel umreißen, was wir uns darunter genauer vorstellen können, das wirklich konkret zu verdeutlichen? Ja, sehr gerne. Also multikriterielle Methoden heißen auch MCDAs oder MCAs. Das kommt aus dem Englischen von Multicriteria Analysis oder Multicriteria Decision Analysis. Im Grundsatz geht es darum, bestimmte Interessen und Ziele über Kriterien zusammenzutragen und miteinander zu vergleichen.
Und anders als bei Cost-Benefit-Analysen zum Beispiel ist hier das Besondere, dass verschiedene Skalenebenen miteinander verglichen werden können. Also man kann monetäre Beträge mit Standortfaktoren zum Beispiel vergleichen. Natürlich sind ja auch Gewichtungsprozesse ein entscheidender Faktor. Also wir müssen ja wissen, wir haben die und die Ziele. Welche sind denn wichtig? Welche stellen wir zurück? Welche nicht? Und in diesem Fall sind also partizipatorische Prozesse sehr wichtig, um am Ende die Aushandlung zu machen. Ja, MCDAs werden vor allem auch im Umweltmanagement angewandt, aber auch zur Standortfindung, beispielsweise für Biogasanlagen, aber auch Windenergieanlagen, sehr verbreitet in der Forschung. Ich danke dir. Und wir haben jetzt auch viel über Offshore-Windanlagen gesprochen. Hier wäre noch die Frage, die irgendwie auch nahe liegt, wenn es dann um mehrere Kriterien geht, mehrere Nachhaltigkeitsziele. Kannst du was sagen zu den Auswirkungen von diesen Offshore-Windanlagen auf Lebewesen im Meer? Ja, das ist eine sehr interessante und auch viel diskutierte Frage. Prinzipiell werden anlagenbedingte Faktoren, betriebsbedingte Faktoren, natürlich auch der Bau der Anlagen sehr geforscht. Insbesondere beim Bau der Anlagen sind natürlich Lärmemissionen durch das sogenannte Pile Driving sehr immanent. Also wenn sozusagen der Turm in den Boden gerammt wird, das kommt dann natürlich auch immer auf die Gründungstechnik an, die man verwendet. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die vorhandenen Habitate, Lebensraumveränderungen, aber auch Barriereeffekte. Insbesondere für Schweinswale ist das natürlich auch eine Frage oder auch Wirkungen für Zugruten für Vögel und Fledermäuse. Es werden natürlich aber auch positive Effekte diskutiert, wie zum Beispiel der sogenannte Artificial Reef Effekt, also dass zum Beispiel durch die Einbringung von Harbsubstrat, was ja der Turm darstellt, bestimmte Arten wie zum Beispiel Miesmuscheln oder Taschenkrebs ein neues Habitat finden und ja auch sogenannte Spillover-Effekte geschehen können, also wenn sozusagen diese Biodiversitätseffekte auch sich auf den umliegenden Raum ausbreiten können. Also dies einmal ganz kurz in einer groben Rundumschau. Vielleicht noch zwei weitere kurze Fragen. Wie könnte man vorgehen, wenn man sagt, man möchte gerne Energiemengen festlegen? Was macht man dann? Energiemengen festzulegen, das ist ja auch gerade ein sehr großes Thema zur Frage, ob man das nicht auch bundesweit machen sollte. In Anlehnung an das schwedische Prinzip wäre das prinzipiell wohl eine Erwägung wert. Man sieht ja hier, dass eine Vorabanalyse stattgefunden hat, und prinzipiell dann sozusagen die Energiemengen auf die unteren Ebenen sozusagen heruntergebrochen werden. Natürlich muss man auch schauen, wenn man jetzt zum Beispiel die Flächenziele hat, die auch sehr diskutiert werden, transportieren die dann tatsächlich auch unsere Energieziele, die wir brauchen zum Klimaschutz? Also das sind alles Fragen, die man dann in dem Zuge beantworten müsste. Du hast vorhin angesprochen, dass diese Gewichtungen im multikriteriellen Ansatz partizipatorisch festgelegt werden, also durch den Einbezug der lokalen Zivilbevölkerung und so weiter. Wie lässt sich denn grundsätzlich die regionale Verantwortung stärken? Also insbesondere dadurch, wenn zum Beispiel bundesweit ausgewiesene Mengenziele bestehen und für einzelne untere Planungsebenen deutlich wird, hier liegt unser Beitrag für den Klimaschutz. Nachbargemeinde hat zum Beispiel dies besonders auf die Fahnen geschrieben. Sieht man zum Beispiel im schwedischen Vergleich, dass das die regionale Verantwortung sozusagen stärken kann. Also dass sozusagen positive Incentives geschaffen werden, auch über ja, zum Beispiel in Deutschland gerechtlich, rechtliche oder politische Maßnahmen hinaus ja, Klimaschutzbelange auch auf der unteren Ebene ja, zu gewichten. Und dazu ist dann vielleicht auch eine Gesamtstrategie nötig. Dankeschön. Gehe ich weiter an Julian. Wir hatten ja gerade gehört, wie es aussieht mit den Lebewesen im Meer. Jetzt ist hier eine Frage zu den Auswirkungen der Windräder, ja, und da vor allem die Anlagenhöhe auf den Schutz der Vögel, also der Lebewesen in der Luft. Wahrscheinlich ist ja anzunehmen, dass der eher nicht positiv ist, wenn mit der Höhe der Anlagen gleichzeitig natürlich auch dann der Radius der Flügel zunimmt. Oder wie siehst du das? Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine häufig diskutierte Frage, haben wahrscheinlich viele schon von gehört. Dabei ist es grundsätzlich erstmal so, man kann nicht wegdiskutieren, dass an Windenergieanlagen Vögel sterben. Dieser Vogelschlag kann eben passieren, wenn der Vogel einfach durch die Anlage durchfliegt und in dem Moment das Rotorblatt vorbeikommt.
Es ist allerdings so, dass diese Zahlen im Vergleich zu anderen Zahlen, zum Beispiel was im Verkehr passiert oder was an Gebäuden passiert, eigentlich relativ gering sind. Das ist also der eine Faktor. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Forschung in dem Bereich, um diesen Vogelschlag, der eben vorhanden ist, möglichst zu reduzieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel die Anlagen abschalten, wenn man weiß, hier brüten gerade Vögel. Das ist tatsächlich auch schon so umgesetzt zu großen Teilen. Das heißt, es passiert schon, wenn bekannt ist, in diesem Gebiet sind gerade gefährdete Vögel, vor allem größere Vögel, dann werden die Anlagen zu gewissen Zeiten eben abgeschaltet. Es gibt auch Kamerasysteme, die das Flugverhalten von Vögeln erfassen können und dann relativ kurzfristig, bevor Vögel in diesen kritischen Bereich sozusagen reinkommen, dann diese Anlage abschalten. Und das ist zum Beispiel auch für den Anlagenbetreiber dann natürlich wesentlich vorteilhafter und auch für die Energiewende an sich, denn diese Abschaltzeiten sind natürlich viel kürzer, als wenn man die Anlage pauschal einfach stilllegt, solange Vögel in der Nähe sind. Das heißt, auch in diesem Bereich gibt es einfach Forschungsfortschritte und von daher bin ich da eigentlich relativ guter Hoffnung, dass das kein wirklich großes Problem für die Zukunft hoffentlich darstellt. Du sprichst die Zukunft an, du sprichst Technologieentwicklung an und Fortschritt. Vielleicht mal ganz allgemein, wie effizient sind Windenergieanlagen und wie effizient können sie noch werden? Gibt es da sowas wie eine natürliche Grenze, an die wir irgendwann anstoßen werden? Ja, auch eine sehr spannende physikalische Frage. Es gibt tatsächlich ein theoretisches Limit, wie effizient eine Windenergieanlage sein kann. Das liegt ungefähr bei 59%. Für diejenigen, die es interessiert, das ist das sogenannte Batch Limit. Und dieses Limit kommt einfach daher, dass wenn ein Windstrom auf eine Energieanlage trifft, dann wird die reduziert, also die Windgeschwindigkeit wird dann reduziert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass hinter der Anlage gar keine Windgeschwindigkeit mehr vorherrscht, das bedeutet, wir nehmen alle Energie aus dem Wind raus. Ja, was macht denn dann der Wind davor? Und aus dieser Überlegung kann man sich schon denken, okay, es kann nicht 100% sein und wenn man das eben physikalisch ein bisschen aufdröselt, dann kommt man eben auf diese 59%. Die tatsächliche Effizienz von Windenergieanlagen liegt aktuell im Bereich ein bisschen über 40%. Das ist also schon relativ gut. Nichtsdestotrotz gibt es eben, wie vorhin auch angesprochen, immer noch Möglichkeiten, immer noch ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln. Und man denkt dann vielleicht, okay, das ist gar nicht so viel, aber 1 oder 2% auf die Gesamtfläche gerechnet, ist dann doch schon eine ganze Menge Energie, die wir uns sozusagen zusätzlich holen und die wir eben dann auch an Fläche einsparen können. Ja, du sprichst es an, es sind eigentlich nicht nur einzelne Windräder notwendig, sondern ganze Windparks. Und hier wäre noch die Frage, wie sich denn diese Windparks gegenseitig beeinflussen. Also wie wirken diese Windparks aufeinander und wenn wir jetzt noch umfassender die Windkraft ausbauen müssen, werden sich diese Einflüsse in Zukunft noch verstärken? Ja, auch das ist ein sehr spannender Punkt und auch das ist aktueller Forschungsbestandteil. Das ist vor allem offshore ein deutlich sichtbarer Effekt und diese Effekte sieht man auch heute schon. Es gibt bestimmte Wetterlagen, die dazu führen, dass so ein Nachlauf, wie man den zum Beispiel von einer einzelnen Anlage kennt, das heißt, wir haben einen Bereich, wo die Windgeschwindigkeit reduziert ist und wo die Turbulenz erhöht ist. Solche Bereiche können sich auch hinter Windparks ausbilden und es gibt dann eben Wetterlagen, wenn da wenig Durchmischung stattfindet, dann kann sich das durchaus über viele Kilometer hinweg ausbreiten und dann eben entsprechend auch auf einen dahinterstehenden Windpark treffen. Und ja, zum Beispiel in der Nord- oder Ostsee ist halt einfach viel freie Fläche. Das heißt, da passiert dann zwischendurch nicht mehr viel und das kann dann schon durchaus die Leistungs- und die Erträge von Windparks senken. Und daher ist das eine Betrachtung, die wir in Zukunft definitiv mit beachten müssen. Das heißt, wenn wir jetzt die ganze Nordsee vollstellen, dann müssen wir uns schon darüber im Klaren sein, dass bestehende Windparks durchaus auch weniger Energie erzeugen können. Und ja, das ist eigentlich sozusagen der Ausblick. Nichtsdestotrotz brauchen wir deutlich mehr Windenergie und von daher ist dann natürlich immer so ein bisschen die Abwägung, okay, wie viel können wir machen und lohnt es sich dann noch? Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei sinkenden, schwankenden, steigenden Erträgen und gehen noch mal kurz zu der Photovoltaik.
Inwiefern mindern denn diese Agri-Photovoltaikanlagen die landwirtschaftlichen Erträge? Vielleicht noch mal ganz kurz, um für alle noch mal klar zu machen, worum geht es dabei eigentlich gerade. Dieses Agri-PV, das waren die Module, die man jetzt auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen sehen konnte, die da entsprechend so ausgerichtet waren. Es ist so, dass die natürlich in einem gewissen Abstand zueinander aufgestellt werden, sodass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge da noch ohne weiteres durchfahren können. Und es ist dann so, dass darunter eben ein Randstreifen oder ein freier Streifen entsteht, auf dem kann natürlich landwirtschaftlich nicht gewirtschaftet werden. Auf der anderen Seite ist es allerdings für die Biodiversität durchaus ein ganz positiver Effekt, weil da eben keine komplette Monokultur in dem Sinne vorherrscht, sondern auch noch wieder Flächen dazwischen sind. Wenn man sich jetzt den Ertrag anguckt, den man auf dieser Fläche insgesamt hat, dann ist es so, dass das unterschiedliche Effekte hat. Also da ist die Antwort nicht komplett einfach. Es kann eben sein, dass der Ertrag durchaus runtergeht. Davon ist erstmal auszugehen, weil man ja weniger Fläche zur Verfügung hat. Es kann aber auch positive Side-Effects geben. Das heißt, dadurch, dass da eine Abschattung vorherrscht, ist eventuell die Bodenbewässerung besser gewährleistet und das schützt dann wenig vor Austrocknung. Das heißt, es kann auch positive Effekte geben und das hängt dann auch einfach davon ab, was für eine Pflanzenart dort angebaut wird. Und im Endeffekt ist es also so, dass man da wieder sehr genau hinschauen muss, was passiert. Es ist eben wie so häufig nicht eine ganz einfache, klare Antwort. Ich wollte gerade sagen, das zieht sich ja schon in durch den Nachmittag, dass wir hier keine einfachen Lösungen präsentieren, sondern dass wir vor allem zeigen können, dass diese Probleme einfach super, super komplex sind. Ja? Und ich meine, das macht ja auch ein bisschen dieses Scientific Mindset aus, mit dem wir an die ganzen Sachen rangehen, dass wir nicht den einfachen Weg suchen, sondern uns der Komplexität stellen. Franzi, ich komme zu dir. Es gab ein paar Fragen im Chat, die sich mit deinem Vortrag beschäftigen. Welche Bedeutung würdest du denn dem chemischen Recycling, zum Beispiel von Kunststoffen, beimessen, weil ja durchaus Kritik geäußert werden könnte, dass manche Technologien nicht unumstritten sind. Es entstehen Schadstoffe und die sind teilweise auch noch sehr teuer. Hast du da eine Einsicht oder eine Meinung zu? Ja, danke für die Frage. Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit natürlich, Kunststoffe zu recyceln. Und es gibt gerade auch im Zuge dieses sogenannten chemischen Recyclings die Möglichkeit, alte Kunststoffe zu ganz unterschiedlichen Sachen zu verwenden, also entweder wieder zu neuem Plastik oder auch zu so, so ölähnlichen Substanzen, also dass sie auch breiter eingesetzt werden können. Das ist durchaus ein Baustein, um diesen Sektor mehr Kreislauf oder mehr zirkulär zu gestalten. Allerdings ist es halt auch sehr zwingend nötig, dass der Kunststoff, der jetzt hergestellt wird, zum Beispiel durch irgendwelche erneuerbaren oder durch irgendwelche CO2-armen oder CO2-freien Technologien, dass dieser Kunststoff dann auch wirklich recycelt wird, weil wenn der dann auch wieder im Meer landet oder sonst wie nicht recycelt wird, dann wird da das CO2, was darin gebunden ist, ja auch wieder irgendwann im Laufe der Zeit, Jahrzehnte, Jahrhunderte frei. Also insofern ist Recycling ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein. Und was würdest du sagen, vielleicht im Anschluss daran, es war ja schon jetzt nicht im Chat, aber die Frage stellt sich mir gerade, welche Anreizstrukturen könnten wir vielleicht gebrauchen, damit Recycling erleichtert wird? Also beim Recycling geht es, denke ich, teilweise um Quoten, dass es Mindestquoten für recycelte Materialien gibt, aber auch, dass es Mindestquoten für Recycling gibt in Unternehmen, aber auch oder dass es Rücknahmegarantien gibt für EndkundInnen, sowas vielleicht. Okay, also du plädierst hier für einen Politikmix sozusagen. Dann noch eine andere Frage, die im Chat gestellt wurde. Es geht hier um die Frage, wie kann man die Dekarbonisierung im Chemiesektor erreichen? Und würdest du sagen, man schafft das eher, indem man diese Konkurrenzsituation, diesen Wettbewerbscharakter ausnutzt? Oder muss man es eher anstreben, dass sich alle an einen Tisch setzen, dass alle an einem Strang ziehen und kollaborieren, um den Chemiesektor zu dekarbonisieren? Wie schaffen wir das? Wie kommen wir dahin? Wie siehst du die Sache? Also ich denke, Unternehmenskooperation ist durchaus sehr wichtig. Also es gab jetzt erst vor einigen Wochen einen Zusammenschluss von etwas über 60 Unternehmen unter dem Dach der sogenannten 2-Grad-Stiftung.
die haben von der deutschen Regierung gefordert, dass sie doch jetzt endlich mal handeln solle und einheitliche Regelungen für die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorschlagen soll. Also ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn Unternehmen sich zusammenschließen, um eben dieses Level Playing Field, diesen gleichen Wettbewerb zu gewährleisten, aber auch um Best Practices zu gewährleisten, also dass man beste Praktiken austauschen kann und voneinander lernen kann. Insofern denke ich, dass Zusammenarbeit durchaus auch helfen kann. Und ich meine, die große Frage ist ja immer, wer ist verantwortlich dafür, ja, dass wir eine Energiewende vollenden, vorantreiben? Liegt denn aus deiner Sicht im Chemiesektor der größere Hebel eher bei der Politik oder bei den Unternehmen? Also auf wen müssen wir sozusagen dazu aufrufen, diese Transformation anzustoßen, damit sie irgendwann erfolgreich sein wird? Bei beiden vermutlich. Also die Politik sollte wahrscheinlich eher in der Position sein, dass sie Rahmenbedingungen vorgibt, also dass sie einheitliche Startbedingungen vorgibt, dass sie vernünftige Fördermöglichkeiten anbietet, dass sie klimafreundliche Technologien letztendlich incentiviert und klimaschädliche Technologien sozusagen ja, bestraft oder sonstig sanktioniert. Aber die Umsetzung liegt dann natürlich letztendlich bei den Unternehmen. Also es gibt im Chemiesektor nicht das eine Reduktionsziel, was verbindlich ist. Es gibt im Klimaschutzgesetz bis 2030 einen Reduktionspfad von Treibhausgasemissionen für die gesamte Industrie. Und unter den Industriesektor fällt dann nochmal die Chemie, aber es gibt für die Chemie nicht dieses eine verbindliche Reduktionsziel. Das heißt, die Unternehmen haben da schon Spielraum in einem gewissen Maße. Das heißt, letztendlich liegt es dann durchaus an Unternehmen, wie sie das dann umsetzen. Was glaubst du denn, wie reagieren Unternehmen denn zum Beispiel darauf, wenn sie verstärkt Strom nutzen müssen? Du hast es vorhin angesprochen, wie der Strombedarf sich entwickeln wird. Wenn sie verstärkt Strom nutzen müssen, um zum Beispiel Prozesswärme zu erzeugen. Wie kommt das da an? Also es ist einfach eine Umstellung auf einen neuen Prozess. Ich weiß nicht, wie Unternehmen darauf wörtlich reagieren. Es wird auf jeden Fall durch verschiedenste Unternehmen vorangetrieben, dass dann eben auch genug erneuerbarer Strom zur Verfügung steht zur Wärmeerzeugung, aber auch zur Dampferzeugung, also für verschiedene Anwendungen. Zum Beispiel BASF ging immer wieder durch die Presse, dass es so einen riesen Offshore-Windpark zusammen mit RWE oder Vattenfall errichtet hat mit 2 Gigawatt, also dass sie so ein Proof of Concept machen, dass es quasi möglich ist, in so ganz großen Skalen erneuerbare Energien zu erzeugen und die dann auch direkt am Standort nutzen zu können, also in dem Fall dann Ludwigshafen. Vielleicht noch eine letzte Frage, die sich jetzt nur an dich richtet. Denkst du denn, dass der Chemiesektor irgendwann wirklich gar keine Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen wird? Oder wird es doch noch irgendwie so ein paar Residualemissionen geben? Und wenn ja, werden die denn eher kompensiert? Oder wie sorgt man dafür, dass wir am Ende bei Netto Null landen? Wie schaffen wir das? Also das Ziel ist ja Netto Null sozusagen im Klimaschutzgesetz oder das Klimaziel für Deutschland ist ja Treibhausgasneutralität bis 2045, also nicht nur CO2-Neutralität, sondern Treibhausgasneutralität. Da gibt es auch für den Chemiesektor jetzt keine spezifischen erlaubten sozusagen Residualemissionen. Es ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich alles komplett treibhausgasneutral ablaufen wird oder komplett keine Treibhausgase mehr verursachen wird. Es kam jetzt zum Beispiel letzten Monat erst eine sehr große Studie vom sogenannten Ariadne-Projekt raus. Die berechnen oder die stellen verschiedene Szenarien vor für Residualemissionen der gesamten Wirtschaft. Da sind wir bei, ich glaube, 40 bis 70 Megatonnen CO2. Und ein Teil davon ist eben im Chemiesektor. Aber das Gute ist, dass Deutschland auch sehr viele Flächen hat, zum Beispiel Wiederaufforstung oder auch Technologien hat für Carbon Capture and Storage, also zur CO2-Entnahme aus der Luft. Und dass man davon ausgeht, dass die Emissionen, die in Deutschland noch anfallen, sogar vielleicht auch lokal, also in Deutschland, innerhalb der deutschen Landesgrenzen, wieder der Luft entzogen werden können. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Es ist ja wirklich, wirklich super spannend. Es wird sehr interessant zu sehen, wohin die Reise geht.
Und jetzt habe ich noch mal eine Frage an euch alle. Wir können vielleicht sogar durchgehen oder eine Person von euch entscheidet sich, sie sozusagen zu beantworten. Es geht um das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das wir in diesem Jahr erlebt haben, zum Klimaschutzgesetz. Und mich würde so ein bisschen eure Meinung dazu interessieren, ob wir es hier damit zu tun haben, dass neue Ziele festgelegt werden. Und das ist im Wesentlichen der Inhalt dieses Gesetzes. Aber es fehlt sozusagen der Schritt, wie diese Ziele auch eingehalten werden können. Welche konkreten Maßnahmen wir brauchen, diese Ziele zu erreichen. Wie schätzt ihr dieses Urteil ein, das ja doch sehr viele Kommentatorinnen und Kommentatoren als historisch gebrandmarkt haben? Ja, es wurde von vielen gesagt, okay, das ist Rechtsgeschichte, was wir hier erlebt haben. Ja, den zukünftigen Generationen wird das Recht zugesprochen, dass wir heute schon Emissionen reduzieren. Wie wirkungsvoll schätzt ihr dieses Urteil ein? Julian, fang du mal an. Okay, dann sage ich gerne ein paar Worte dazu. Vorweg, das ist jetzt natürlich eine Meinung, es war eine Meinungsfrage, insofern, ich habe die Wahrheit nicht für mich gepachtet. Aber ich schätze das Ganze so ein, dass dieses Urteil insofern historisch ist, als dass es Klimaschutz für die kommenden Generationen einklagbar macht. Und ich glaube, das ist das, was das Bundesverfassungsgericht damit eindeutig gesagt hat. Und dass die Lasten, die wir zu tragen haben, die wir alle zu tragen haben, sowohl wir als auch die älteren Generationen, aber auch die kommenden Generationen, dass diese Lasten möglichst gleich verteilt sind. Und das war, was sich sozusagen durch dieses Urteil geändert hat. Vorher war es so, dass der Abfall der Emissionen zwar linear geplant war, aber am Ende blieb dann irgendwie so eine Strecke, die man auf einmal innerhalb kürzester Zeit dann noch schaffen soll. Und die Idee sozusagen war, dass das unfair ist, weil eine ohnehin schwierige Situation, nämlich die letzten Prozente sozusagen zu reduzieren, dann auch noch in kürzerer Zeit geschafft werden soll. Das hat sich jetzt geändert. Entsprechend sind die Ziele auch verändert worden. Nichtsdestotrotz fehlen natürlich die Maßnahmen. Dieses Urteil sagt natürlich nicht, wie das Ganze erreicht werden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass diesem Urteil jetzt sozusagen die politische Handlung folgt, dass also die kommende Regierung jetzt ganz klar festlegt, okay, wie können wir diese Ziele erreichen und vielleicht auch schon die Weichen dafür stellt, wie können kommende Regierungen diese Ziele erreichen. Denn wir haben heute ganz klar gesehen, es sind wirklich komplexe Themen und vieles greift hier ineinander und das eben auch über einen langen Zeitraum. Und deswegen müssen die Weichen jetzt gestellt werden, dass eben auch für die Zukunft diese Sachen wirklich umgesetzt werden können. Genau, man verzeihe mir die Phrase, aber Klimaschutz ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Ja? Und wir müssen aufpassen, dass es nicht ein Sprint wird, der nicht zu bewältigen ist. Ja, vielen Dank, Julian. Gibt es von eurer Seite noch Ergänzungen? Möchtet ihr dazu noch etwas beitragen? Widersprecht der Julian vielleicht sogar? Also ich stimme Julian zu und mit dem Fokus auf die Planung stellt sich natürlich die Frage, ob unsere derzeitigen Planungsansätze noch darauf ausgelegt sind und dafür ausreichen, dann tatsächlich auch die Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen. Und deshalb würde ich schon darauf plädieren, das einmal genauer zu analysieren und zu hinterfragen, ob ja unsere Konzepte tatsächlich noch ausreichen. Der Fokus in Schweden hat gezeigt, wie es womöglich auch anders gehen kann. Das wird ja in Ansätzen bereits auch schon diskutiert, wie gesagt mit den Mengenzielen-Ansätzen. Und ich denke, damit könnte sich wohl auch eine gute Stellschraube letztlich ermöglichen, auch hier die Energiewende zu forcieren. Ja, vielen Dank, Jessica. Möchtet ihr beide noch was dazu sagen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Ich würde auch zustimmen, also ich würde Julian und Jessica auf jeden Fall zustimmen. Ich sehe es auch als eher eine historische Entscheidung, aber natürlich wird es jetzt einfach auch auf die Umsetzung ankommen. Aber ich denke, es ist eine Entscheidung, die sich in viele andere Sachen, die gerade passieren, einreihen. Und man bekommt, denke ich, schon das Gefühl, dass sich in den nächsten Jahren oder dass sich auch gerade einiges ändern wird, auch mit Bezug auf Unternehmen, also wie stark Zielsetzungen zur Klimaneutralität, Treibhausgasneutralität, CO2-Neutralität von Unternehmen in den letzten ein, zwei Jahren aufgekommen sind. Das ist durchaus beachtenswert und fällt vielleicht alles in eine ähnliche Richtung hoffentlich, in die es in den nächsten Jahren gehen wird.
Okay, danke schön. Dann würde ich vorschlagen, fassen wir zusammen, versuchen ein bisschen abzurunden. Ich würde vorschlagen, dass wir dazu vielleicht doch eine kleine Runde machen. Und zwar würde ich euch alle bitten, vielleicht ganz kurz euren Standpunkt darzulegen. Wie optimistisch oder pessimistisch seid ihr, dass die Energiewende in Deutschland gelingen wird mit unseren Klimazielen, dass wir die einhalten werden? Und vielleicht mit einem kleinen Satz, warum ihr das so seht. Frauke, willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen, ja. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, das sollte uns nicht davon abhalten, unser Bestmögliches zu geben, sondern uns vielmehr motivieren, uns noch weiter anzustrengen. Wir haben viele verschiedene Ansätze heute schon gesehen und ich glaube, dabei ist vor allem deutlich geworden, dass wir hier interdisziplinär rangehen müssen, dass wir den Austausch suchen müssen und dass wir, ja, genau, interdisziplinäre Lösungen suchen müssen, um das zu erreichen. Ja, ich stimme Frau Kutt zu. Wir stehen vor komplexen Herausforderungen. Vieles ist schon bekannt. Letztlich müssen wir dann auch zur Umsetzung kommen. Aber ich denke, dass wir vielen Köpfen hier dabei sind und das auf einem guten Wege zu leiten. Dann vielleicht auch noch von meiner Seite. Ich sehe es schon durchaus als eine extrem große Herausforderung. Und man darf nicht vergessen, das, was wir diskutieren, passiert momentan vor allem in Deutschland. Natürlich sind wir nicht die einzigen Leute oder die einzigen Menschen auf der Welt. Das heißt, und das ist, glaube ich, gerade ein wichtiger Punkt, wir müssen auch einfach zeigen, dass es funktioniert, dass diese Energiewende sich lohnt. Und deswegen ist unsere Aufgabe, glaube ich, so wichtig. Wenn wir vorleben können oder zeigen können, dass sich das wirtschaftlich und sozial lohnt, diese Energiewende voranzutreiben, dann kann das gutes Vorbild sein und wird sich wahrscheinlich weiter verbreiten. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine extrem große Herausforderung, aber ich bin auch relativ optimistisch, dass wir das schaffen können. Ob wir die Ziele alle erreichen können, die aktuell gestellt wurden, das vermag ich nicht zu sagen, ich bin kein Hellseher, aber ich glaube, wie gesagt, der Weg ist auch ein bisschen das Ziel an dieser Stelle. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt nicht auf den Weg machen, diese Ziele zu erreichen, dann erreichen wir sie sowieso nicht. Insofern, wir können nur unser Bestes geben und hoffen, dass wir es schaffen. Ja, uneingeschränkte Zustimmung. Ich bin auch vorsichtig optimistisch. Für mich ist die Energiewende durchaus eine sehr verzwickte Herausforderung und ich glaube, darin können aber auch Lösungsmöglichkeiten liegen, eben indem man sich dieser Komplexität annimmt und auch deutlich macht, es wird sehr schwierig, weil es einfach ein sehr komplexes Problem ist. Und ich glaube, nur dann kann man auch Lösungen finden, die diesem Problem angemessen sind, eben indem man nicht denkt, es wird von heute auf morgen alles auf erneuerbare Energien umgestellt oder indem man denkt, es gibt jetzt eine Antwort, die von heute auf morgen alles zu 100% in eine andere Richtung drehen kann. Also wir stehen durchaus noch vor einem Jahrzehnt oder vor Jahrzehnten der Transformation und vor auch sehr herausfordernden Jahrzehnten. Aber ich denke, wenn man dass irgendwie da irgendwie eine Aufmerksamkeit dafür schaffen kann, dass es einfach komplex ist und verzwickt, kann man sich auch der Lösung ein Stück weit nähern. Ich danke euch, versuche zusammenzufassen. Also wir haben ja gerade gehört, dass vier junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, es ist eine große Herausforderung, es ist wahnsinnig komplex, aber das ist genau der Grund, warum wir daran arbeiten müssen, warum wir ins Handeln kommen müssen und warum wir alles dafür tun müssen, dass wir es doch schaffen. Mit diesen Worten würde ich diesen DBU-Salon gerne beschließen. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube, für die vielen, vielen Kommentare, über die wir uns sehr gefreut haben. Wir hoffen, der Nachmittag war für Sie ebenso informativ und aufschlussreich wie für uns. Mir hat es riesig großen Spaß gemacht und ja, ich würde Sie einfach bitten, mit uns in Kontakt zu bleiben. Sie kriegen gleich noch einen Link eingeblendet, über den Sie weitere Informationen über die DBU sowie über das Promotionskolleg Umweltsoziale Herausforderungen der Energiewende erhalten können. Treten Sie mit uns in Kontakt, lassen Sie uns im Austausch bleiben und wir geben nach wie vor alles dafür, dass wir mit der Energiewende vorankommen und hoffen, dass Sie einen angenehmen Nachmittag hatten. Vielen, vielen Dank.